Hallo meine Lieben, heute haben wir Herrn Ernst Wolf bei uns im Gespräch und nächste Woche findet ja das 53. Treffen in Davos statt und darüber soll jetzt hauptsächlich unser Gespräch handeln, was da so geplant ist, prinzipiell über diese Konferenz. Ich meine, man weiß ja, eingeladen wird vom Weltwirtschaftsforum und diesmal wurde sogar eine Rekordzahl geknackt. 52 Staats- und Regierungschef und um die 300 Minister sind hier eingeladen. Es scheint, als würde grundsätzlich die gesamte Konferenz mehr und mehr einen Einfluss gewinnen. Und meine Frage ist, wie kam es überhaupt dazu? Ja, man muss sagen, also Klaus Schwab hat es geschafft, innerhalb von 50 Jahren das World Economic Forum, also eine Schweizer Stiftung, zu einer der Schaltzentralen der Macht weltweit zu machen. Also man muss sich nur ins Gedächtnis rufen, das World Economic Forum bildet ja die politische und die Konzernelite der Welt aus. Also die haben ja angefangen mit den Global Leaders for Tomorrow in den 90er Jahren, haben dann in den 2000er Jahren das Programm der Young Global Leaders geschaffen und haben heute ungefähr so 10.000 bis 12.000 Leute im Rahmen der Global Shapers, die sich in der Ausbildung befinden. Also das World Economic Forum hat da ganz gezielte Arbeit geleistet. Und wir wissen ja aus den eigenen Aussagen von Klaus Schwab, dass er sehr stolz darauf ist, dass man inzwischen die Kabinette der Welt durchdrungen hat. Man darf nicht vergessen, dass in vielen Regierungen heute sehr viele Mitglieder vom World Economic Forum sitzen. Also bei uns in Deutschland waren es in den letzten Jahren Frau Merkel, dann ist Herr Spahn ja einer der Young Global Leader gewesen, Herr Kubicki ist dabei, Cem Özdemir von den Grünen ist dabei, Annalena Baerbock ist dabei. Also Klaus Schwab hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und der Einfluss des World Economic Forums ist immens. Es gab ja sogar eine vertrauliche Liste, die veröffentlicht wurde mit der Teilnehmerzahl und da war sogar der FBI-Direktor dabei und so um die 600 Unternehmensleiter, darunter klar der Klassiker Amazon, BlackRock, Pfizer, aber auch die Gates-Stiftung und Soros-Netzwerke, Medienherausgeber und so weiter. Wer darf denn dabei sein? Ja, das ist ganz interessant. Also erstmal war das ein bisschen Sensationsheischerei, weil so geheim ist das Ganze gar nicht. Also einer der Trümpfe in der Hand von Klaus Schwab ist eigentlich, dass diese Veranstaltung relativ offen ist. Natürlich ist es nicht möglich, als normaler Sterblicher daran teilzunehmen. Also das World Economic Forum, das hat eine Partnerschaft mit ungefähr 1000 Unternehmen mit Milliardenumsätzen und hat eine weitere sogenannte strategische Partnerschaft mit 120 Unternehmen in der Welt, die unglaublich viel Einfluss üben. Darunter sind natürlich auch Amazon und auch BlackRock und die großen Pharmaunternehmen wie Pfizer und AstraZeneca. Also diese strategischen Partner, die zahlen pro Jahr hohe sechsstellige Beträge. Also im Moment handelt es sich da so um Beträge zwischen 700.000 und 900.000 Dollar. Genau ist das im Moment nicht festzustellen. Aber die haben das Recht, dann fünf Vertreter ihres Unternehmens dahin zu schicken nach Davos. Wenn ein normaler Sterblicher jetzt daran teilnehmen will, der muss sich erstmal bewerben, muss dann auch zugelassen werden, was natürlich auch nicht so ganz einfach ist, weil die Akkreditierung zum Beispiel für bestimmte Medienunternehmen in diesem Jahr nicht erteilt wurde. Also kritischen Medien ist da teilweise der Zugang verwehrt worden, wie zum Beispiel dem Fernsehsender Auf 1 aus Österreich. Aber der normale Sterbliche, der teilnehmen möchte und der zugelassen wird, der zahlt 25.000 Euro für die Teilnahme an diesem Kongress. Also da ist also schon eine Riegel davor geschoben, der zeigt, also hier geht es um Leute, die sehr, sehr viel Geld haben oder auf der anderen Seite sehr viel Macht haben. Weil interessanterweise müssen die Politiker nichts dafür bezahlen, dass sie da auftreten. Aber die Politiker kommen da eben nicht als Führungspersönlichkeiten hin, in meinen Augen jedenfalls nach meinen ganzen Recherchen, die kommen dahin, um Befehle zu empfangen, um mitzubekommen, was von ihnen in der Zukunft erwartet wird. Und das sind alles nichts anderes als Marionetten des in meinen Augen wichtigsten Machtfaktors der Welt, nämlich des digital-finanziellen Komplexes. Also wenn man eigentlich die Medienberichte liest, dann ist ja das WEF eine neutrale Instanz, eine Diskussionsplattform und doch müsste man einhaken und sagen, aber eigentlich eine geschlossene Gesellschaft, dann würde es jetzt so neutral sein, würde man sagen, der möchte, meldet sich an und kommt. Ja, das ist natürlich ganz raffinierte Täuschung der Öffentlichkeit, weil die meisten Menschen in der Öffentlichkeit gehen davon aus, dass das World Economic Forum nur diese eine Veranstaltung durchführt im Jahr, nämlich die in Davos. Aber das World Economic Forum führt hunderte von Veranstaltungen durch. Also eine ganz wichtige Sache ist zum Beispiel etwas, das in der Öffentlichkeit fast unbekannt ist.
Das ist eine Organisation namens IGWEL, I-G-W-E-L. Das ist ein Informal Gathering of World Economic Leaders. Da treffen sich die Weltwirtschaftsführer zusammen mit Politikern, die gar nicht mal erwähnt werden in diesem Titel, und sprechen bestimmte Agenten und bestimmte Strategien für die Zukunft ab. Also das ist so, dass wenn diese Politiker dann wieder nach Hause gehen und dann in ihren Parlamenten irgendwelche Gesetzesvorschläge machen, die sind alle längst abgesprochen mit den ganz großen Konzernen. Und man muss sagen, also die Mitglieder des World Economic Forum, diese Partner und die strategischen Partner, sind natürlich alles nur Großkonzerne. Also da befindet sich kein einziges mittelständisches Unternehmen darunter. Und der große Verlierer dieser ganzen Agenda ist natürlich der weltweite Mittelstand. Ganz komisch, der dann nicht dabei sein darf. Ja, genau. Aber prinzipiell ist eigentlich, würden Sie sagen, die ganze Welt vertreten, also auch Russland zum Beispiel, weil wir wissen, Zelensky, soweit ich weiß, wurde eingeladen. Ist dann auch ein Putin zum Beispiel gerne gesehen? Ja, Putin ist im Moment persona non grata, weil wegen des Krieges, und das World Economic Forum hat ja eine eindeutige Position zu diesem Krieg bezogen. Also es ist für diesen Krieg. Also wenn ein Mensch in der Lage gewesen wäre, diesen Krieg zu verhindern, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Der hätte Wladimir Putin, den er ja sehr gut persönlich kennt, zusammen mit Zelensky, den er ja auch persönlich kennt, an einen Tisch bringen können, hätte Joe Biden, der ein Contributor des World Economic Forums ist, mit an einen Tisch bringen können, hätte Herrn Macron mit dazu rufen können. Also das sind alles Leute, deren Handynummern er hat. Also er hätte jede Chance gehabt, diesen Krieg zu verhindern. Offensichtlich ist dieser Krieg gewollt. Und wenn man sich anguckt, wer an diesem Krieg verdient und wie diese Leute oder diese Unternehmen zum WEF stehen, dann weiß man auch, welche Agenda da in Wirklichkeit durchgezogen wird. In Davos wurde ja die Zeitenwende ausgerufen. Es hieß, die Globalisierung geht dem Ende zu. Was kann man darunter verstehen, die Globalisierung geht dem Ende zu? Na, man muss erst mal wissen, was die Globalisierung denn eigentlich gewesen ist. Die Globalisierung ist ja im Grunde nichts anderes gewesen als die Jagd nach billigen Arbeitskräften. Also sind ungeheuer viele industrielle Kapazitäten ausgegliedert worden in Ländern, in denen man auf billige Arbeitskräfte zurückgreifen konnte. Interessant ist ja auch die Rolle der kommunistischen Parteien, weil China hat ja seine Bevölkerung mehr oder weniger dem Klassenfeind angeboten als billige Arbeitskraft. Also China, die kommunistische Partei, hat eigentlich vom Kapitalismus auf diese Art und Weise profitiert. Das Gleiche gilt übrigens auch für Nordkorea, ganz interessanterweise. Also Samsung, der größte südkoreanische Konzern, lässt ja zum großen Teil in Nordkorea produzieren. Also da ist schon so eine Macht im Hintergrund entstanden, also eine Welt im Hintergrund entstanden, die eigentlich mit der offiziellen Welt, die uns immer vorgegaukelt wird, so gut wie gar nichts zu tun hat. Also es ist schon interessant, diese ganze Entwicklung. Also man muss sagen, man muss heute unglaublich aufpassen. Also das, was einem vorgegaukelt wird, was einem gesagt wird, also Krieg der einen Partei gegen die andere Partei oder so, das ist immer nur die Fassade. Man muss hinter die Fassade gucken und man muss immer wieder die Frage stellen, wer profitiert davon? Und dann kann man die Antworten geben. Es gab auch eine Aussage, und ich zitiere, die nächste Dekade wird von ökologischen und sozialen Krisen gekennzeichnet sein. Also so war die Risikoprognose. Schön, dass diejenigen wissen, dass sich in Zukunft erstmal nichts beruhigen wird. Das erinnert natürlich an genau das Buch von Klaus Schwab mit Great Reset. Also was wird hier denn genau vorangetrieben? Also es sind zwei Agenden, die da vorangetrieben werden. Das eine ist eben, unser Finanzsystem ist zerbrochen, das Geldsystem weltweit ist zerbrochen, das muss durch ein neues Geldsystem ersetzt werden. Und als für dieses neue Geldsystem, da hat man sich für die digitalen Zentralbankwährungen entschieden, die ja inzwischen von fast 120 Regierungen vorangetrieben werden. Und das zweite große Problem ist, dass wir uns in dem befinden, was Klaus Schwab 2016 bereits in einem Buch erwähnt hat oder worüber er ein Buch geschrieben hat. Das ist die vierte industrielle Revolution, die dafür sorgen wird, dass Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen. Also wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass die künstliche Intelligenz übernimmt. Wir werden erleben, dass die 3D-Drucker überall übernehmen werden. Also heute werden ja noch sehr viele Waren zum Beispiel aus China, also billig produzierte Waren aus China nach Europa, nach Amerika verschifft. All das wird in Zukunft gar nicht mehr stattfinden, weil dann wird man die 3D-Drucker einsetzen und diese ganzen Waren vor Ort produzieren können. Und das bedeutet natürlich auch das Ende der Globalisierung. Und das geht natürlich nicht friedlich vonstatten, weil wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich vom Mittelstand bestimmt wird. Also der Mittelstand zahlt die höchsten Steuern, der Mittelstand bildet die jungen Leute aus, der Mittelstand beschäftigt die meisten Menschen und diese ganze Struktur, die wird zerbrechen.
Und das ist natürlich auch das große Problem der Elite. Die Elite möchte an diesem System irgendwie festhalten, um ihre Macht in den Händen halten zu können. Aber das System, auf dem ihre Macht basiert, das zerbröckelt im Moment. Und das kann nur mit ganz harten autoritären Maßnahmen am Leben erhalten werden. Also die Elite wird sich in den kommenden Jahren immer mehr im Gegensatz zur normalen Bevölkerung befinden. Und das führt natürlich zu großen sozialen Unruhen und wird zu großen politischen Problemen aufführen. Schon witzig, dass auch die komplette Agenda schon, wie gesagt, in Klaus Schwabs Buch 2020, soweit ich weiß, schon offiziell bekannt war, obwohl man da ja noch gar nicht wusste, was im Grunde alles so passieren wird. Aber naja, zufälligerweise hat er einen guten Weitblick und wusste. Ja, er legt da einfach fest, wo es lang geht, weil er eben auch diese ganzen Beziehungen hat. Ich meine, der Mann, der hat die Handynummern von allen wichtigen Leuten, der kann jederzeit mit Leuten wie Elon Musk, Bill Gates oder Richard Branson oder anderen Konzernführern sprechen, kann sich da Insider-Informationen besorgen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des World Economic Forums, der in der Öffentlichkeit nie diskutiert wird. Also, dass das eine der größten Schaltzentralen für Insider-Informationen ist. Also, wenn man das weiß, was die Leute in der Spitze da wissen, dann kann man zum Beispiel auch an den Börsen ungeheuer viel Geld machen. Also, das ist ganz wichtig, dass da also ganz viel Wissen gesammelt wird und das natürlich dann auch festgelegt wird, in welche Richtung müssen wir gehen. Aber das Wichtige dabei ist immer, im Hintergrund darf man nie vergessen, in wessen Interesse passiert das. Und in wessen Interesse das passiert, das kann man ganz genau nachvollziehen, wenn man sich anguckt, wer sind die Partner des WEF und wer sind die strategischen Partner. Deren Interessen werden da vertreten. Und vor allem muss man auch schauen, was zum Beispiel ein Berater von einem Klaus Schwab denn so sagt, apropos Digitalisierung. Er hat im Interview mit Impact Theory gesagt, dass Menschen müssten ja alles umlernen, denn sie werden in Zukunft im Metaversum leben. Und damit meinte er wirklich von klein auf, also das Laufen, das Reden, das ja alles Mögliche, muss man im Metaversum ja umlernen, damit man dort leben und arbeiten nicht nur kann, sondern in Zukunft muss. Also werden wir in so eine Form eigentlich reingezwungen, oder? Ja, wenn wir nicht bald anfangen, uns zu wehren, dann wird das die Zukunft sein. Aber ich glaube, dass diese Zukunft so unglaublich unmenschlich ist, dass die Menschen dann einfach nicht mehr mitziehen werden. Also gerade das Metaversum ist ein Projekt, was also bisher ein krachender Misserfolg ist, weil die Leute sie einfach nicht bereit sind, dann sich aus der Realität zu verabschieden, sich mit virtuellen Brillen auszurüsten und dann in dieser künstlichen Welt zu leben. Also wenn man sich vorstellt, dass Kinder damit also das Laufen lernen oder die ersten Sozialkontakte über diese virtuellen Brille dann knüpfen sollen, ich meine, dann erschaudern die meisten Eltern. Und wie man bisher sehen kann, also Mark Zuckerberg hat ja ganz sehr auf dieses Projekt gesetzt, hat ja sein eigenes Unternehmen auch umbenannt in Meta. Aber Mark Zuckerberg, muss man sagen, ist in ganz schwere Wasser geraten. Also der hat ganz große Probleme im Moment. Und ich hoffe ganz einfach darauf, dass die meisten Menschen das intuitiv ablehnen werden und dass sich daraus dann eine ganz große Opposition gegen diese ganze Agenda bilden wird. Und vor allem, was ich ja auch sagen möchte, es liegt auch an uns, die nächsten Generationen mit dem gleichen Wissen aufwachsen zu lassen, damit diese nicht freudig da reingeraten. Letztens habe ich beim Einkaufen gesehen, dass ein Kind mit Handy, und das war, weiß ich nicht, 3 Jahre alt oder so, mit Handy geht es da rum und schaut sich irgendwelche TikTok-Videos an. Also das liegt wirklich an uns Erwachsenen, das zu verhindern, dass es nicht so weit kommt. Und ganz apropos, genau. Genau, und apropos globaler Risikobericht, was ich vorhin angesprochen habe, hier hieß es, Risiko Top 1 ist, die Lebenshaltungskosten werden immer weiter steigen. So, auch hier witzig, dass man das sozusagen ja auch schon weiß. Wie sehen Sie das? Was passiert mit der Inflation? Zum Beispiel ein Michael Burry, den wir ja vom Film The Big Short kennen, der hat ja auch berichtet von Zuständen wie damals bei der Weimarer Hyperinflation. Und das hat er damals gesagt und das hat er jetzt nochmal gesagt. Also das heißt, er geht immer noch davon aus, dass das passiert. Wie ist das denn damals passiert? War das so, wie sich viele vorstellen, so von heute auf morgen, zack, Hyperinflation? Oder kann man sich das auch mit langsamen Schritten vorstellen? Ja, das sind tatsächlich langsame Schritte gewesen. Also der eingeleitet worden ist das Ganze durch den Ersten Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg musste irgendwie finanziert werden und da mussten Waffen her und die Staatshaushalte haben das einfach nicht hergegeben. Und bis zum Ersten Weltkrieg gab es ja den Goldstandard. Da war die Währung an das Gold gebunden. Da konnte man nicht einfach irgendwelche Reichsmark oder Mark damals neu drucken. Und deswegen hat man den Goldstandard aufgehoben und hat einfach Geld besinnungslos gedruckt, um diese Waffen zu bezahlen. Also das ging von 1914 bis 1918. Dann hat es allerdings noch 2, 3, 4 Jahre gedauert, bis sich das Ganze im Alltag gemeldet hat. Dann hat die Regierung allerdings gemerkt, dass sie über diese Inflation tatsächlich auch, dass sie davon profitieren kann.
weil die Regierung hat im Rahmen des Ersten Weltkrieges Kriegsanleihen ausgegeben, die die Bürger gekauft haben, um den Krieg zu finanzieren. Und die Weimarer Regierung hätte damals diese Kriegsanleihen zurückzahlen müssen. Und da kam ja die Inflation natürlich wie gerufen, weil wenn ein Brot dann 1 Milliarde oder wie damals 1 Billion Mark kostet, dann ist es sehr leicht, seine Schulden zu tilgen. Also Inflation ist ein Schuldentilger. Und man muss sich einfach nur vorstellen, dass wir heute mit der höchsten Schuldensumme aller Zeiten leben. Und da ist es natürlich sehr naheliegend, dass die Mächtigen auf die Idee kommen, dass sie sich selbst über die Inflation entschulden können. Also die Inflation, die wir erleben, ist im Moment gewollt. Es werden natürlich da immer wieder kleine Rücksetzer wird es da geben, damit die, die an der Macht sind, also das Narrativ aufrechterhalten können, dass sie die Inflation vermeiden wollen. Aber die wirklich Interessierten, das sind die, die auf den großen Schuldenbergen sitzen, das sind die Eliten der Welt und die wollen diese Inflation und diese Inflation wird garantiert kommen. Also unterm Strich eine bewusste Herbeiführung einer Inflation. Es gibt so gut wie nichts auf der Welt, was nicht irgendwie bewusst herbeigeführt wird, wenn es um Politik oder Wirtschaft geht. Und doch stehen die Politiker da und ach, das haben wir jetzt einfach nicht kommen sehen, dass das so passiert. Ja, das ist das große Narrativ, was uns immer vorerzählt wird. Unter den Teilnehmern befindet sich ja auch BlackRock. Und ja. Sie wollen ja auch der Ukraine helfen, ja, beziehungsweise helfen, naja, beraten zur Seite stehen, die Ukraine mit aufbauen. Was bedeutet das für das Land? Denn unsere Medien haben ja davon berichtet, dass wenigstens einer, der dann hilft in Form von. Es ist wirklich absolut haarsträubend, was da vor sich geht, weil einer der größten Profiteure vom Krieg in der Ukraine ist BlackRock. Weil der Krieg in der Ukraine heizt natürlich die Rüstungsindustrie an. Das sind die großen Rüstungsunternehmen, das sind Lockheed, Boeing, Northrop, die verdienen unglaubliche Gelder. Und da muss man einfach mal gucken, wer sind denn die Hauptaktionäre dieser Organisation, dieser Rüstungsbetriebe. Und da findet man immer BlackRock und Vanguard und Fidelity und State Street dahinter. Und BlackRock immer ganz vorne und Vanguard auch. Man darf nicht vergessen, Vanguard ist der Hauptaktionär wiederum von BlackRock. Also BlackRock ist einer der ganz großen Profiteure dieses Krieges. Und es ist natürlich eine historische Unverschämtheit, dass genau dieses Unternehmen dann auch den Wiederaufbau leistet. Also die helfen mit, das Land zu zerstören und verdienen anschließend auch am Wiederaufbau. Aber das Ganze zeigt uns auch, dass Krieg ein unglaublicher Wirtschaftstreiber ist. Also Kriege sind immer aus wirtschaftlichen Gründen geführt worden. Den Leuten ist immer gesagt worden, also pass auf, das andere Land bedroht uns die Leute sind aufgehetzt worden gegen Ausländer oder gegen irgendwelche angeblich feindlich ihnen gesonnenen Völker. Das ist alles immer nur das ist nur die Fassade. Man muss in den Hintergrund gucken und der Hintergrund, das sind immer wirtschaftliche Interessen und das ist in der Ukraine jetzt auch nicht anders. Interessant aber ist, dass BlackRock also am Krieg verdient, am Aufbau wieder verdient und dass der Chef von BlackRock, Larry Fink, nirgendwo anders sitzt als im Vorstand des WEF. Das ist reiner Zufall, ja, würden jetzt die Medien sagen, das ist leider ein Profit nebenbei. Aber da konnte ja keiner mitentscheiden, ja. Es ist ja auch so, dass BlackRock prinzipiell unter Kritik geraten ist, in den USA auch, dass sie stark Immobilien aufkaufen, die Preise nach oben schnellen lassen und somit sich ja kaum ein Normalbürger mehr so dann irgendwie was leisten kann. Ist diese Kritik berechtigt, würden Sie sagen? Ja, BlackRock ist natürlich nicht dumm und BlackRock weiß, dass die Inflation jetzt angeheizt werden wird. Und was macht man, wenn man befürchtet, dass das Geld seinen Wert verliert? Dann geht man in Sachwerte. Und was sind die besten Sachwerte? Das sind Immobilien. Also BlackRock bereitet sich mit diesen Immobilienkäufen ganz einfach auf die zukünftige galoppierende und möglicherweise in eine Hyperinflation sich verwandelnde Inflation vor. Das ist also nichts anderes als ein ganz eiskaltes Kalkül, was natürlich den Mietern in diesen Immobilien besonders schadet, weil BlackRock dann, wenn sie ganz viele Immobilien besitzen, natürlich auch die Preise bestimmen kann und diese Preise immer weiter anheben kann. Aber das ist ganz gezielt, dass das hat was mit der gesamten großen Agenda, unter der wir im Moment leben, zu tun. Wir haben vorher ja auch, also wie das WEF eben gesagt hat, auch unter den Risiken, die sozialen Krisen, die kommen werden. Und wir sehen ja auch in Deutschland immer mehr so Ausschreitungen, zum Beispiel Silvester oder jetzt in Lützerath, wobei Habeck sagen würde, das ist eine kleine Rangelei, die es da gegeben hat, mehr auch nicht. Wird die gesellschaftliche Spaltung denn immer mehr also bewusst oder unbewusst natürlich herbeigeführt?
Also besser als die Grünen das leisten, kann man das gar nicht leisten. Also mehr spalten als die Grünen kann man überhaupt nicht. Ich meine, man darf nicht vergessen, Herr Habeck kommt aus einer Partei, die mal für die soziale Gerechtigkeit angetreten ist, die für den Pazifismus und für mehr Gleichheit angetreten ist. Und der Mann hat sich jetzt eine Beraterin von BlackRock besorgt. Und der Mann hat jetzt tatsächlich auch mit dafür gesorgt, dass da Polizei gegen Demonstranten eingesetzt wurde. Ich meine, der hat RWE da einen Freibrief gegeben für etwas, wo er angeblich immer dagegen gestanden hat. Also besser kann man die Leute nicht gegen sich aufbringen und besser kann man die Spaltung in der Gesellschaft nicht betreiben, als die Grünen das im Moment tun. Ja, es ist wirklich haarsträubend. Aber vielleicht sind die Definitionen nur anders geworden. Frieden bedeutet jetzt nämlich Waffen. Ja, ja, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich da die Bücher von George Orwell noch mal anzusehen, 1984 und Animal Farm. Weil wir leben in genau so einer Welt im Moment. Also die Worte werden uns im Mund umgedreht. Ich habe gerade gelesen, also gerade was Lützerath angeht. Ich meine, da wird jetzt ein kleines Dorf wird da mutwillig zerstört. Aber ich habe die Presseerklärung von RWE dazu gelesen. Da kommt das Wort zerstören nicht dazu, drin vor, sondern da heißt, der Ort wird zurückgebaut. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen, also so eine Verdrehung von Wörtern sich zu erfinden. Also das ist einfach unvorstellbar, in welcher Zeit wir leben. Die Frage ist, was denkt sich der Journalist, wenn ihm gesagt wird, formuliere das bitte so positiv du kannst. Bin ich denn überhaupt noch ein freier, neutraler Journalist? Oder, Nein. Also wo die Journalisten stehen, das haben wir ja in den letzten 3 Jahren gesehen. Und da muss man sagen, also da muss ich immer an den Ausspruch des Gründers, eines der Gründers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denken, der in den 60er Jahren mal gesagt hat, also die Meinungsfreiheit ist die Freiheit von einigen wenigen reichen Menschen, ihre Meinung der Mehrheit aufzudrücken. Also das hat sich nicht geändert, sondern im Gegenteil, das ist viel schlimmer geworden, weil heute bestimmen viel weniger Leute das, was wir hören und sehen, als früher. Und hier kommen wir auch schon zum Schluss und da würde ich gerne noch sagen, dass im Grunde das gesamte System sind wir alle auch. Also man kann jetzt sagen, ja, derjenige, der hat das entschieden und so weiter. Aber so wie wir gerade gesagt haben, der eine Journalist, der das explizit so schreibt, obwohl das gegen seine Prinzipien verstößt, der macht doch genauso mit wie alle anderen im System. Ja, das ist auch das, was ich immer wieder sage. Also man muss sich das System ansehen, man muss nicht die einzelnen Personen ansehen. Also der größte Fehler ist, der ja ganz oft von Kritikern gemacht wird, dass man so nach einer Familie im Hintergrund sucht oder nach einem Verschwörungsbund im Hintergrund sucht. Also die Familien, da wird meistens die Familie Rothschild dann genannt. Dann bei diesen Verschwörungsgruppen werden entweder die Bilderberger genannt oder es wird diese Geheimorganisation Skull and Bones in Amerika genannt. Die gibt es alle, da bin ich ganz, ganz sicher. Also auch die Rothschild-Familie hatte noch sehr großen Einfluss heute. Aber die könnten gar nicht so agieren, wie sie agieren, wenn das System nicht so wäre, wie das System im Moment ist. Also das System ist das Entscheidende und das System muss geändert werden. Und wenn das System sich nicht ändert, dann sieht unsere Zukunft wirklich sehr dunkel aus. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, dass es im Moment wirklich sehr viele positive Ansätze auch gibt. Und dass diejenigen, die uns versuchen, in diese dunkle Zukunft zu führen, selbst auch dafür sorgen. Also Herr Habeck macht sich ja natürlich selber durch diesen Polizeieinsatz jetzt gegen die Leute, die ja eigentlich seine Agenda vertreten, absolut unmöglich, zerreibt er seine eigene Organisation. Und da hat ein Prozess eingesetzt, den ich vor einem halben Jahr schon vorausgesehen gesagt habe, nämlich, dass die Grünen sich in der nächsten Zeit selber zersetzen werden, weil sie an Glaubwürdigkeit immer weiter verlieren. Und das ist der größte Trumpf in unserer Hand. Die Glaubwürdigkeit derer, die im Moment die Welt bestimmen, die zerfällt von Tag zu Tag immer weiter. Und immer mehr Leute kehren sich von denen ab und suchen nach neuen Lösungen. Und da wird es auch neue Lösungen geben. Ja, also das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Auch das Positive, wie wir sehen. Und vor allem eben für uns alle nochmal so ein Tritt in den Hintern, nochmal aktiv zu werden, weil wir einfach sehen, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann. Also ohne jetzt abzuwarten, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, schauen wir mal, vielleicht wissen wir jetzt, wer da ganz oben an der Spitze das Ganze macht, sondern einfach wirklich jeder Einzelne von unten, der selbst entscheiden kann, was er macht. Ganz genau, ganz genau. Also einer der größten Feinde der Zukunft ist die Bequemlichkeit, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und einfach alles passieren zu lassen. Man muss sich einfach vom Sofa erheben und nach draußen gehen und sagen, pass mal auf, ich bin auch dagegen. Dann erkennen andere Leute wenigstens, dass sie nicht alleine sind und dann wird sich irgendwann eine große kritische Masse bilden und dann werden sich die Dinge ganz bestimmt auch ändern.
schönes Wort zum Abschluss. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und ja, wir sehen uns bei unserem nächsten Gespräch. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.